Perfekt. In diesem Video könnt ihr sehen, wie wir die ligurische Grenzkampfstraße gefahren sind. Nach meinem Geburtstag sind wir auf einen ruhigen Campingplatz gefahren und haben dort noch einige Motorradfahrer getroffen. Guten Morgen. Planmäßig fahren wir heute die ligurische Grenzkampfstraße. Eigentlich eines der Highlights. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und dann werden wir irgendwie Richtung Mittelmeer wieder runterfahren. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Tour heute. Aber die Campingplätze sind sonst überall super teuer. Das heißt, wir müssen irgendwie am Meer noch mal ein bisschen rumtingeln. Haben gestern im Netz noch einen gefunden, der halbwegs günstig ist. Wir zahlen trotzdem irgendwie 41 Euro für zwei Personen im Zelt. Das ist in Ordnung. Das ist ja gerade Hochsaison. Aber die anderen Plätze waren viel zu teuer. Am Vorabend haben wir noch Liven und Frank kennengelernt, die, wie wir später erst rausgefunden haben, tatsächlich sehr erfahrene Langzeitreisende sind. Liven ist schon die komplette Panamericana gefahren und Frank und Liven sind jeweils auch schon einmal bis nach Kapstadt gefahren. Generell haben die beiden schon viel erlebt und konnten echt interessante Sachen erzählen und hatten auch noch ein paar Tipps für uns, weswegen wir uns entschlossen haben, den Tag zusammenzufahren. Ihr wollt da campen? Naja, bis gestern Abend wollten wir noch campen, aber jetzt sind die Pläne ja ein bisschen anders. Naja, dann sagen wir mal morgen ab. Aber Jungs, morgen ab. Das ist doch ein Platz, oder? Das ist echt schön. Also ich muss sagen, das ist... Gleich also Sticker kleben. Schön mit kleiner Lagerfeuerstelle. Oh, yo. Das ist einfach eine Bucht hier, ne? Das sind mal Kurven, alter Schwede. Ja, das ist der alte Pass. Die Leute haben den neuen Pass gebaut, der zieht sich rechts davon. Da siehst du die Baustelle da unten. Ja. Und das ist vor Jahren ja alles im Regen kaputt gegangen. Ja? Der ist eigentlich... Das ist eigentlich der alte hier? Genau, den du hier vorne siehst. Der ist schon Ewigkeiten gesperrt. Als ich vor 10 Jahren da war schon der neue im Einsatz oder eingeweiht oder irgendwie sowas. Der war zumindest noch recht frisch. Und ist wieder komplett kaputt gegangen. Der ist komplett kaputt gewässert. Ja. Und dann da letztes Jahr hat man den alten ausgebessert und wieder fahrbar gemacht, damit die Autos irgendwie drüber kommen. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist irgendwie beides gesperrt. Auf jeden Fall viele Motorräder unterwegs. Campingplatz übernachten, die sind hier, glaube ich. Denke ich auch. Guck, wie viele Feuerstellen hier sind, ein kleiner Backofen, also. Naja, haben wir auch unterwegs, aber ich glaube, das ist so ein offizieller Treff oder sowas. Was sagt er? Ich glaube, wir müssen hier runterfahren und kommen dann unten wieder bei denen an. Ja, ja. Wir fahren da einfach mal im Kreis und gucken mal. Ja. Ach ja, ich dachte, es geht hoch und runter. Es geht hoch oder wandern sei wieder runter? Wenn ich warte und denke, kommt ja gleich wieder runter, dann geht's weiter. Aber ich glaube, er wollte da oben irgendwo auf die Grenzkampfstraße rein. Keine Ahnung. Weiß
ich den Track habe, dachte ich, ich fahre vor da oben, wenn ihr fertig seid. Wir kamen quasi da, du wolltest am Parkplatz links, ne? Ja, genau. Da kamen wir quasi gerade wieder raus. Na, sieh an, wer hätte das gedacht? Ich dachte, das geht eh nur Einbahnstraße, hoch und runter. Da wir bei der Erkundung des einen Fort leider Lieven verloren hatten, machte sich Jarek auf den Weg und suchte die umliegenden Wege nach ihm ab. Dabei konnte er noch diese weiteren Stellungen erkunden. Nichts gefunden. Keiner oben. So, ich bin an der Zahlstelle. Wo seid ihr denn? Wir sind da, wo wir uns quasi getrennt haben. Unten. Ah, okay, dann kommen wir dahin. Alles klar. Gut, bis gleich. Bis gleich. Er ist oben, da wo man bezahlt. Ist quasi die, nicht da wo wir links abgebogen sind, er ist quasi rechts gefahren, schon ein Stück die Straße hoch. Frank ist auf einer niegelnagelneuen KTM Adventure unterwegs, die er erst 2 Tage vor deren Urlaub abgeholt hat. Lieven fährt eine Tenere. Wir verlinken euch in der Videobeschreibung auch nochmal die Blogbeiträge von Lieven, denn er hat seine vorherigen Reisen ebenfalls im Internet festgehalten. Ah ja. So, wir starten jetzt in die Ligurische Grenzkampfstraße. Wir haben hier noch die beiden kennengelernt auf dem Campingplatz gestern. Mit denen sind wir jetzt hier unterwegs. Und es wird auf jeden Fall staubig. Ja, das typische Thema, die Leute, die sich abfacken darüber, dass man alles vollschraubt, aber hey, wenn ich 15 Euro Maut zahle, dann will ich hier auch durchfahren können. Da stehen die nächsten Biker. Ist wieder Biker-Auflauf da oben. Alle wollen mal hier kurz runter gucken. Aber wir ja auch. Sieht schon cooler aus mit den Blümchen, die so blühen. Und kann jetzt leider niemandem erzählen, was das für Blümchen sind, aber. Aus. Ich weiß nicht, jetzt so 200-300 Meter runter.
glaube, hier ist die Kurve, die berühmte. Ja. Ich vermute, dass die GoPro bald ausgeht, weil dadurch, dass wir so lange vorhin standen, sie an war und ich nicht aufgenommen habe, viel Akkuverbrauch gehabt schon. Gucken, wie lange es noch filmt. Mittags beschlossen wir, Pause auf einer Alm zu machen. Dort haben wir eine Kleinigkeit gegessen und uns überlegt, wie wir weiterfahren wollen. Der Weg bis hierher war teilweise sehr gut zu fahren, teilweise ein bisschen steinig, aber soweit noch alles in Ordnung. Leider habe ich wohl meine Kamera etwas nach unten verdreht, wodurch meine folgenden Aufnahmen nicht mehr zu gebrauchen waren. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich die Kamera wieder richtig stellen muss und ab da konnte ich wieder ordentlich filmen. Generell bot der Tag uns einige sehr spektakuläre Ausblicke und war super schön. Felsvorsprung sieht auch geil aus. Und es ist immer noch. Ui, da unten rein, das sieht schon cool aus. Das Tal. In die Wolken fahren. Man sieht sich da hinten so Halbnebel fahren. Ja. Die beiden anderen waren vorher schon öfter in den Seealpen. Da Lieven sich noch vage an einen Platz auf einem Berg erinnern konnte, wo man gut zelten kann,
haben wir beschlossen, diesen zu suchen und wollten dort dann gemeinsam die Nacht verbringen. Der Weg dorthin sollte nicht ganz einfach sein, aber durchaus machbar. Gerade das letzte Stück sollte mit hohen Felskanten uns doch noch ein klein bisschen herausfordern. Wie das leider so oft ist, haben wir genau bei der Auffahrt dann leider nicht mehr gefilmt. Allerdings konnte man am nächsten Tag beim Runterfahren ein bisschen etwas sehen. Die sind ja süß. Lexus da hier rein. Was eine gute Idee ist. Nix für kleine Mädchen. Ist okay. Ich hab Bock. Wir wollen da hoch, Malte. Ja, ist aber nix für kleine Mädchen. Nur für große Jungs. 44! Wollen wir da oben dann Lager aufschlagen? Wir müssen da oben dann diskutieren. Okay. Nach der Ansage von Lieven hatten wir echt ein schlimmeres Stück erwartet. Doch Lieven hatte sich in eine Auffahrt vertan und so sind wir den falschen Berg hochgefahren. Das schwierige Stück sollte danach erst kommen. Der Berg ist es nicht. Sicher? Da vorne ging nochmal ein Abzweig hoch. Können wir noch mal gucken. Das sieht ja aus. Alles weiß, ne? Ja. Aber auch du bist schon so halb im Nebel von hier aus. Die ganzen Leute, die mit ihren Autos da. Nach diesem sehr staubigen Tag standen wir dann erstmal in einer Wolkenwand. Doch wie sich nachher herausstellen sollte, hat sich die Auffahrt auf jeden Fall gelohnt. Der Zeltplatz war mit einer der schönsten, den wir überhaupt auf der ganzen Reise hatten. Die Wolkendecke hat sich über die Zeit noch aufgelockert und so hatten wir eine wunderbare Nacht mit wunderbaren Ausblicken. So, wir waren den ganzen Tag auf unterwegs und sind die ligurische Grenzkampfstraße gefahren. Und nach dieser Straße sind wir noch so ein Bergchen hoch hier. So ein kleines altes Bunkeranlagen-Vording. Und wir haben uns entschlossen, hier zu campen. Die Zelte stehen jetzt so langsam. Schön immer Zelt bei Moped. Da vorne sind die anderen. Sind ja heute zu viert unterwegs. Und wenn man morgen aufwacht, sieht man hoffentlich da die Sonne aufgehen. Ah, ist ja schon richtig geil. Wir sind so auf 2200 Meter. Und ich hoffe, es wird nicht so super kalt heute, aber wir werden mal sehen. Ich freue mich, es ist richtig schön. Abends teilten wir unsere letzten Vorräte, haben ein Thunfischfeuer gemacht und konnten so den Abend in Ruhe ausklingen lassen. Mit meiner GoPro habe ich eine Zeitrafferaufnahme gemacht, wie der Mond aufgeht. Am nächsten Morgen sind sowohl Jarek als auch ich früh aufgestanden, um mit unseren Kameras den Sonnenaufgang zu filmen. Morgen. Die anderen liegen noch in ihren Zelten. Ich bin etwas früher aufgestanden, weil ich noch eine Zeitrafferaufnahme vom Sonnenaufgang machen wollte. Mittlerweile sind es so anderthalb Stunden später. Die anderen schlafen immer noch. Ich bin dabei, ein kleines Instant-Kaffee-Käffchen zu machen und genieße dabei den Ausblick. Das
ist schon traumhaft hier. Richtig schön. So. Langsam wird es ganz schön windig. Aufbruchsstimmung. Zelt ist schon abgebaut. Ich muss eigentlich nur noch meine Latschen und die Hose in den Koffer schmeißen und gute Rollklamotten anziehen. Malte ist noch dabei. Die beiden anderen sind eigentlich auch schon fast fertig. Ja, dann brechen wir auf und fahren noch ein Stück Offroad heute. Bis nach Triora und da trennen sich wahrscheinlich unsere Wege. Malte und ich fahren nach Osten Richtung Campingplatz. So, Startplan auf den Bikes. Jetzt geht's los. Das ha, hinstellen. Schon holprig, ne? Oh, bam, kurz aufgesetzt. Boah. Heieiei. Oh ja, auch aufgesetzt. Leider habe ich gestern vergessen, die Auffahrt zu filmen. Irgendwie dann fing plötzlich das schwere Stück an. Und dann war ich so konzentriert. Naja, du musst überlegen, auf der Kamera jetzt, beim Bergabfahren sieht das alles richtig easy peasy aus. Naja, das sieht wieder richtig einfach aus. Man sieht auch, wenn man jetzt runterfährt, die Steinstufen nicht. Ja, stimmt schon. Die Steinstufen, wo man vorher gegengefahren ist, holpert hier, oh, jetzt so drüber. Hier ist wieder so, oh, eine. Junge, Junge. Ach ja, und hier kommt dieses Zickzack-Ding. Runter ist man dann wieder schnell, ne? Ja. Hier rüber. So. Hopp. Einfach gerade rüber. Was für ein Zickzack. Große Steinchen. Ja, sieht wirklich herrlich aus. So, unser Ziel ist heute, dass wir zum Campingplatz fahren am Meer. Eigentlich wollten wir da gestern schon hin, aber da wir dann Even und Frank getroffen hatten und mit denen ein bisschen unterwegs waren und Frank hier noch so einen coolen Spot kannte, haben wir dann beschlossen, ach scheiß drauf. Wir fahren da hoch und zelten da noch eine Runde und gucken uns das an. Und das haben wir dann auch gemacht und das war ziemlich geil. Wir konnten da über den Wolken zelten und der Ausblick war wirklich phänomenal. Zwischendurch mit den Wolken, dann ohne. Es war einfach cool. Sehr windig in der Nacht, aber ging alles. Jetzt fahren wir runter und schauen, dass wir weiter dann zum Meer kommen. Da bleiben wir dann noch ein bisschen, bevor wir dann nach Nizza weiterfahren. Und die Verwandtschaft, die angeheiratete Verwandtschaft von Jarek treffen.
Gelände raus. Und vielleicht war es auf unserer wunderschönen langen Reise das letzte Mal Gelände fahren. Ja, wir werden jetzt Richtung Monaco und Nizza fahren, besuchen dann nochmal als Überraschung Freunde von mir. Und ja, dann geht es über die Provence zur Heimat, und ja, nochmal früher als geplant. Ja, so ist es. Mal schauen. Da könnten wir nochmal einen Schotterweg fahren, wenn wir Bock haben, aber grundsätzlich war es das jetzt mit Offroad. Da es Lieven und Frank so gut mit uns gefallen hat, haben sie sich tatsächlich entschieden, nicht wieder umzukehren und eine Runde Richtung Ausgangspunkt der Ligurischen Grenzkampfstraße zu fahren, sondern noch mit uns zum Campingplatz bis zum Meer zu kommen und dort noch eine weitere Nacht mit uns zu zelten. Wir haben dort dann noch einen entsprechenden Ruhetag im Anschluss eingelegt, bevor wir weiter nach Frankreich gefahren sind. So, jetzt haben wir checkt da alles hier. Draußen, da geht's hin. Oder oben, ist das vor. Also dann, na? Jedenfalls, gute Reise euch. Letzte Woche. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Also, Elefant wird zwei, zweieinhalb. Wenn jetzt noch angeht. Und so endet unsere Zeit in Italien. Im nächsten Video könnt ihr dann sehen, wie wir weiter in Frankreich gefahren sind und auch unseren Heimweg angetreten haben. Vermutlich wird dies dann auch der letzte Teil unserer Reiseserie werden.